Hey Leute, heute nehmen wir uns mal Craftbook vor. In jedem Craftbook Tutorial werden jeweils drei Features präsentiert. Wenn ihr also mehr über Craftbook erfahren wollt, schaut euch einfach mal die Craftbook Tutorials in der Playlist an. Oder natürlich die Videos, die noch folgen werden. Okay, in der heutigen Folge von Craftbook gehen wir die Funktion von der Bridge, dem Gate und dem Elevator durch. Alle nötigen Links findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Die Bridge. Ja, die Brücke ist ein einfaches Feature, in dem ihr sie entweder aufklappen oder zuklappen könnt. In der Config findet ihr dann zu jedem Feature dann nochmal die passenden Änderungen, die vorgenommen werden können. So findet ihr beispielsweise in der Config den Punkt, aus welchen Blöcken eine Brücke bestehen darf. Ansonsten baut ihr die Brücke vorher auf. Es kann auch gerne mit WorldEdit gemacht werden. Danach platziert ihr zwei Schilder jeweils am Ende der Brücke und schreibt dort in die zweite Zeile mit eckigen Klammern Bridge. Habt ihr dies gemacht auf beiden Seiten, so kann man mit einem einfachen Klick auf das Schild die Brücke, wie vorhin gesagt, entweder ein- oder wieder ausfahren. Die nötigen Permissions für die User findet ihr natürlich entweder jetzt hier im Video eingeblendet oder nochmal in der Videobeschreibung. Das Gate. Ja, das Gate könnt ihr dorthin setzen, wo ihr einen Durchgang versperrt haben wollt. Auch hier wird in der Config wieder preisgegeben, welche Blöcke verwendet werden dürfen und welche nicht. Auf der Standardweise benutzt man einfach ein Stück Zaun, baut auf horizontaler Sicht das Tor auf und danach könnt ihr dann irgendwo um das Gate herum das Schild platzieren, damit man das halt auf- und zumachen kann. Auch hier wieder das Schild platzieren und in die zweite Zeile mit den eckigen Klammern Gate schreiben. Der Elevator. Ja, der Fahrstuhl kann euch zwischen zwei horizontalen Geraden hin und her befördern. Dabei könnt ihr sogar ein ganzes komplettes Treppenhaus bauen mit den entsprechenden Ebenennummern. Zum Aufbau. Platziert ein Schild, in die zweite Zeile schreiben wir dann wieder in eckigen Klammern entweder Lift Up oder Lift Down, je nachdem ob wir runter oder hoch möchten. Darunter sowie der Platz darüber auf dem Schild kann für einen Namen genutzt werden. So schreibe ich hier zum Beispiel auch mein Schild, erstes OG oder 0 OG. Ja. Bei dem Elevator müsst ihr jetzt bloß darauf achten, dass ihr auch Boden unter den Füßen habt, wenn ihr euch hoch oder runter seppt. Wenn das erste fertig ist, kann der zweite so daneben gebaut werden. Das hat dann so Treppenhaus-Style oder sowas. Und nach dem Verfahren baut ihr dann einfach immer weiter die Fahrstühle. Okay, das waren unsere heutigen drei Features von Craftbook. Falls es euch gefallen hat, gibt es davon sicherlich noch sehr viel mehr. Gebt mir Feedback und teilt das Video. Falls es Fragen gibt oder so weiter, könnt ihr mir gerne eine PN schreiben oder kraxelt was in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne in Skype adden. Okay, wenn es das gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.